In November 2010, German Minister of Finance Wolfgang Schäuble held a press conference. His spokesperson, Mr. Offer, was ridiculed by his master enough to cause him to resign. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz mit dem Bundesfinanzminister. Wir haben eben unsere Pressemitteilung auch verteilt dazu. Ist noch nicht verteilt. Sie läuft im Moment dann seit einigen Minuten über die Ticker. Wir verteilen es. Dann verteilen wir sie. Dann haben Sie nämlich die Zahlen, ich brauche sie nicht vorlesen. Sie können sie mitlesen. Ja, das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt. Es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden. Wir haben noch einigen Service dazugegeben, zwei Grafiken. Herr Offer, reden Sie nicht, sondern sagen Sie, dass die Zahlen jetzt verteilt werden. Meine Kollegen kümmern sich ja schon. Und so lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz, wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Das hatte ich Ihnen vor einer halben Stunde gesagt. Sorry. Und ich hatte die Wette angeboten, Sie werden sie nicht verteilt haben. Vor einer halben Stunde. Gut, ich kümmere mich, wir sehen uns gleich. Wir warten noch, bis der Offer da ist. Er soll den Scherbenhaufen schon selber genießen. Wir können ja mit der politischen Botschaft zuerst anfangen. Gut, also. Aber jetzt holen wir den Offer noch her. Komm, das machen wir noch. So viel Zeit muss sein. Die politische Botschaft haben Sie alle schon geschrieben. Und sie ist im Übrigen falsch. Wir hätten neue Spielräume. Zeigen Sie mir mal, was Sie verteilen lassen. Ich bin vorsichtig. Ich habe extra ein Stück für dich frei. Sehr gut. Wir haben auch die 5 Rund noch gemacht. Sehr gut. Also, jetzt dürfen Sie es noch einen Moment sich anschauen. Ja, gut. Ja, soll ich noch mal begrüßen, oder? Sollen wir jetzt noch mal warten, oder wollen Sie es noch? Mir ist egal. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich ja Zeit. Lachen Sie nicht. Ich sage nur mal vielleicht, was die Neuerung ist. Wir haben hinten zwei Grafiken angefügt, eine für den Bund, eine für den Gesamtstaat, die Ihnen die Entwicklung seit 2008 doch mal zeigen bei den Einnahmen. Und ich denke, dass der Minister auch gleich noch dass was Sie bisher nichts verteilt hatten, ist doch keine Neuerung. Jetzt fangen Sie an, komm. Ich bin jetzt okay, also ich begrüße wieder meine spöttische Seite. Begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz. Since the beginning of 2012, Wolfgang Schäuble plans to reward himself with the leadership of the Eurogroup. I wish his future subordinates good luck.